So, gut, heute geht es darum, dass ich euch zeige, wie ich Strukturen auf meine Leinwand bringe. Und es sind eigentlich relativ einfache Mittel, kostengünstige Mittel. Ich zeige euch jetzt, wie ich es mache und was ihr dazu braucht. Gut, für die Strukturpaste benutze ich Kaffeesatz. Ich habe mir den getrocknet, einmal ein wenig feiner, einmal ein wenig gröber. Dann irgendeine Palette, Plastikschälchen von Süßigkeiten. Und je nachdem, wie ihr die Strukturpaste haben wollt, flüssiger oder fester, nehme ich einmal weiße Farbe, das ist die ganz normale Farbe aus dem Baumarkt. Oder eine Künstleracrylfarbe, die einfach etwas dickflüssiger ist. Und ja, zum Auftragen entweder so eine ganz normale Spachtel aus dem Baumarkt oder eine ganz normale Künstlerspachtel, je nachdem, wie ihr das wollt. Wie ich das jetzt anrühre, wie ich es verwende, zeige ich euch gleich. Gut, also ich habe eine Palette hier. Dann nehme ich mir etwas von meiner Künstleracrylfarbe. Ich habe jetzt hier Rubens Dekoacryl. Titanweiß, wie gesagt, die ist etwas dickflüssiger, weil ich jetzt eine dickflüssigere Masse anrühren möchte. Dann gehe ich her, nehme mir einfach was davon auf meine Palette. Nehme mir was von meinem Kaffeesatz. Und wie gesagt, ich habe feinen und gröberen, das ist jetzt der feinere Kaffeesatz. Streue mir den hier ein bisschen drauf. Je nachdem, ich streue so viel drauf, wie ich halt an Körnung in meiner Paste haben möchte. Nehme jetzt meine Künstlerspachtel und vermenge mir das jetzt einfach ein bisschen. Und wenn ihr genau herschaut, dürfte man jetzt auch sehen, dass hier schon eine körnige, grobe Masse entsteht, die eigentlich auch relativ dickflüssig ist, und die werde ich mir jetzt auf die Leinwand auftragen. Gut, zum Auftragen, ihr könnt einmal die Masse einfach frei aufziehen, willkürlich, dass es irgendwelche Stellen gibt, oder ihr könnt einzelne Formen draufziehen. Ich möchte jetzt mal eine Form aufziehen, damit die gleichmäßig wird, benutze ich einfach ein ganz normales Tesa-Kreppband. Und klebe mir da jetzt einfach mal eine Form hin. Ich möchte hier unten hier ein kleines Rechteck einspachteln. So. Dann nehme ich, wie gesagt, meine Acrylspachtel. Nehme mir meine Spachtel und ziehe das jetzt hier auf, und es gibt wunderbar die Struktur. So, ich habe das jetzt ziemlich glatt gezogen und es ist eigentlich eine relativ geringe Struktur zu sehen. Jetzt rühre ich mir nochmal was an und mache hinten dran nochmal eine. Okay, zweite Masse ist angerührt. Ich habe die jetzt etwas dicker angerührt wie die erste. Habe ein bisschen mehr Kaffeesatz rein. Der Kaffeesatz zieht der Farbe auch die Flüssigkeit raus. Also der saugt noch Mengen auf. Das heißt, ihr könnt da auch immer wieder ein wenig nacharbeiten. Und jetzt ziehe ich den einfach ein wenig grober auf. Also hier könnt ihr erkennen, es ist ein sehr grobes Strukturbild hier drauf. Und zum Vergleich die andere Seite, die, was ich als erstes gemacht habe, die schaut schon etwas glatter aus. Einmal hier und einmal hier. Wie grob ihr die Struktur haben wollt, hängt natürlich auch davon ab, was ihr für Materialien in die Farbe reinarbeitet.
Kaffeesatz, je nachdem wie er gemahlen ist, sorgt schon für eine gröbere Struktur. Wenn ihr recht feine Struktur haben wollt, eignet sich auch sehr gut, wenn man Quarzsand verwendet. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie ich es auftragen kann, weder mit Abkleben noch sonstiges, sondern ich trage mir direkt die Farbe auf die Leinwand auf und du mein Pulver dann drüber streuen. Dann kann ich auch eine schöne Form nehmen, wo ich dann praktisch das Pulver direkt anpassen kann. Und das zeige ich euch jetzt. So, die dritte Art und Weise ist, ich möchte mir ein bisschen eine Form drauf tun. Das heißt, ich füge die Farbe direkt aus meiner Farbflasche drauf. Leg mir hier ein bisschen eine Form, ziehe die dann mit der Spachtel etwas ab, so wie ich es möchte. Gut, jetzt möchte ich hier ein bisschen aber noch eine kleine Wellenform haben, das heißt, ich ziehe mir hier die Farbe einfach ab. Dann nehme ich meinen Kaffeesatz, streue den einfach drauf, schüttel das noch ein bisschen, klopfe es ein bisschen an mit ganz leichtem Druck, fahre ich hier drüber, um die Form, die ich mir vorher zurechtgezogen habe, nicht wieder zu zerstören. So, ich habe das jetzt abgeklopft. Was noch relativ wichtig ist, wenn ihr abklebt, das Klebeband abziehen, bevor die Farbe komplett aushärtet, damit es eine gute Konturlinie gibt. Wenn ihr das vergesst, wird es recht schwierig und zieht immer weg vom Farbfeld ab. So, und so schaut es dann aus. Einmal die grobe Struktur, einmal die feine. Einmal die geschwungene Struktur. Und man kann auch sehr gut erkennen teilweise, dass es einfach eine Erhebung ist. Und jetzt lasse ich das trocknen und dann kann ich mit dem Malen anfangen. So, mittlerweile ist alles abgetrocknet. Die etwas feinere Struktur, die grobe und die aufgestreute Struktur. Die aufgestreute Struktur habe ich schon weiß übergrundiert. Man sieht, es ist eine schöne ungleichmäßige Struktur. Die etwas gröbere und die ganz grobe Struktur. Also wie gesagt, drei unterschiedliche Strukturarten, die ich einfach mit Farbe und Kaffeepulver hinbekomme. Ich habe mir auch noch was überlegt zu einer glatten Strukturpaste. Die ziehe ich jetzt mal auf, damit man da auch noch den Unterschied sieht. Hier kann man es nochmal sehen. Im Endeffekt eine relativ glatte Struktur, wo jetzt nur die Konturen und Formen und das Relief entsteht durch meine Arbeit mit der Spachtel. Okay, also, ihr habt jetzt gesehen, spachteln kann man relativ leicht. Ich brauche nichts Großartiges zu kaufen. Letztendlich ist es Zeug, das ich daheim habe, bis auf meine Glattspachtelmasse, die ich mir auch selber anrühre mit Sachen, die ich im Baumarkt finde. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach eine pastose Acrylfarbe nehmen, eine sehr dickflüssige, mit der kann man das eigentlich genauso machen. Spachtelmasse hat ein bisschen eine andere Eigenschaft, aber es funktioniert in dem Fall
auch. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, schaut einfach wieder rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao.